Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Game 2, der Sendung, die euch mit spannenden Themen in die Abo-Falle lockt. Ja, sowas wie PES, FIFA, Dark Souls. Ja. Nein, aber sowas ähnliches. Ja, abonniert doch mal. Abonniert. Abonniert oder borniert? Lieber abonniert. Jeder weiß, wenn es im Supermarkt wieder Spekulatius gibt, dann ist auch wieder Zeit für Rasenkrieg. Jahr für Jahr treten sich FIFA und PES möglichst gekonnt gegen das Schienbein. Und meistens tritt FIFA halt ein bisschen härter zu, mit ein bisschen mehr Geld. Ne? Ja. Ob FIFAs neuer Volta-Modus oder der neue Name eFootball PES 2020 daran was ändern, das erfahrt ihr jetzt von Chris. Es ist wie Dortmund gegen Schalke, Real Madrid gegen Barcelona oder Lionel Messi gegen Cristiano Ronaldo, FIFA gegen Pro Evolution Soccer. Und weil Bemerkungen wie überteuerter Sammelkartenquatsch, das ist doch alles nur Abzocke ist das. Oder oh, da tut sich ja mal wieder gar nichts. Und das spielt sich doch eh jedes Jahr gleich. Seit Jahren diverse Kommentarspalten füllen, wollen wir an dieser Stelle nicht nur auf die neuen Ableger der beiden Spielereien eingehen, sondern auch einen Blick auf eben das werfen, was Fans seit Jahren auf der Leber liegt. Und dazu beginnen wir mit einem Blick in die Vergangenheit. Also es fing bei mir an mit International Superstar Soccer auf dem Super Nintendo. Danach International Superstar Soccer Deluxe, was noch mal besser war. Und dann kam International Superstar Soccer 64 auf dem Nintendo 64. Und das waren meine Anfänge. Und dann bin ich irgendwann geswitcht natürlich zu Pro Evolution Soccer. Und bin besonders bei PS6 hängen geblieben. Das habe ich richtig krass gespielt. Und danach kam ja 2008, also PS 2008. Das war dann der Sprung auf die neuen Konsolengenerationen, also damals Xbox 360 und PlayStation 3. Und da hat das Spiel leider völlig verkackt. So, weil die haben eine neue Engine gehabt und haben versucht, auf Next-Gen, damals Next-Gen zu gehen. Und das Spiel war ruiniert. Und dann ging das Elend mit PS weiter. Und seitdem spiele ich FIFA. Ja, zu Zeiten der PlayStation 2 war Konami der unangefochtene Dribbelkönig auf dem Platz. Während Pro Evo sich auf PS3 und Xbox 360 erstmal zurechtfinden musste, holte FIFA ordentlich auf. Unnötige Features wurden gestrichen, die Ballphysik überarbeitet und auch in Sachen Spielfluss rückte EA deutlich näher an Konamis Fußballer heran. Kurz, zusammen mit der Lizenzpower mauserte sich FIFA zum besseren Gesamtpaket. Nicht zuletzt wegen durchaus beliebter Spielvarianten wie Be a Pro, einem PES-überlegenen Karrieremodus und einem Namen, bei dem seinerzeit wohl nicht abzusehen war, für welches Aufsehen er heutzutage sorgen wird: Ultimate Team. Und das führt uns dann auch zu Kommentar Nummer 1. Überteuerter Sammelkartenquatsch! Das ist doch alles nur Abzocke, ist das! Im Kern ist Ultimate Team ein Sammelkartenspiel. Ihr müsst euch Booster-Packs verdienen, in denen neue Spieler stecken, aus denen ihr euer Traumteam zusammenstellt. Eigentlich eine spaßige Angelegenheit, wäre da nicht ein großes Problem. Wer sich FIFA Points für Echtgeld kauft, kommt wesentlich schneller und sicherer an die besten Kicker. Und das wird sich auch mit FIFA 20 nicht ändern. Ich persönlich spiele von diesen Sammelkartenspielen, egal ob das jetzt FIFA Ultimate Team oder auch MyClub bei PES ist, eigentlich gar keine, weil mir das tierisch auf den Sack geht, dass man eigentlich kompetitive Spielmodi hinter eine Paywall setzt, die man mitnehmen muss, um wirklich konkurrieren zu können. Man muss sich nur mal vor Augen führen, dass EA im letzten Jahr mit allen Ultimate-Team-Modi, also nicht nur in FIFA, zum Beispiel auch in Madden und so, 28% seines Gesamtumsatzes gemacht hat. Und was mich daran am meisten ärgert, ist eigentlich noch nicht mal, dass diese Modi so existieren, sondern vielmehr, dass man sich denkt, ey, FIFA, das könnte ein viel, viel, viel geileres Spiel sein, wenn man sich eben nicht so auf diese Ultimate-Team-Modi konzentrieren würde, sondern vielmehr, ja, die Ressourcen, die man bei EA ohne Zweifel hat, einfach mal ins Spiel und vor allem auch in die Spielmodi steckt. Ach. Ja, FIFA, PES und ihre Spielmodi. Oder wie es im Internet heißt. Oh, da tut sich ja mal wieder gar nichts. Blicken wir in die jüngere Vergangenheit. Mit FIFA 17 feierte der The Journey Story Modus seine Premiere. Und auch im letzten Jahr integrierte man eine ganze Reihe kleiner, aber feiner Modi. Absoluten Stillstand kann man zumindest FIFA in puncto Spielmodi nicht vorwerfen. Und wo wir gerade dabei sind, können wir auch direkt auf einen der größten Neuzugänge des diesjährigen FIFA eingehen: den Volta Modus. Wir sind beim Tokyo Tango League Invitational. Schlappe 20 Stunden Anreise. Wer FIFA Street kennt, weiß, was ihn erwartet. Straßenfußball. Cool, cooler, irgendwie ein bisschen zu cool. Die Geschichte um ein Team, das an der Volta-Weltmeisterschaft teilnehmen will, ist nämlich derart vollgestopft mit Klischees, dass wir uns Alex Hunter aus dem früheren Journey-Modus zurückwünschen. Dessen Story gibt es nämlich nicht mehr. Der Volta-Modus mag nicht ganz so tiefgehend sein wie seinerzeit FIFA Street, trotzdem sind wir ziemlich froh, dass er da ist.
Die Straßentricksereien machen für eine schnelle Runde zwischendurch nämlich wirklich Laune. Als Spiel im Spiel kann sich der Straßenkick also allemal sehen lassen. Auch wenn es wie immer zwei Seiten der Medaille gibt. Eins der Probleme, das vor allem EA hat, ist ja, dass sich natürlich mit jedem Spielmodus, den sie neu reinbringen, jedes Jahr schon mehr Spielmodi häufen, die auch eigentlich gepflegt werden müssen. Wenn aber jedes Jahr ein neues FIFA rauskommt, ist es halt schwer, diese Masse an Spielmodi, die sich immer weiter aufaddiert, auch so zu pflegen, dass im Endeffekt jeder Spieler glücklich werden würde. Man muss sich nur den Gear Pro-Modus angucken, der dümpelt seit Jahren so irgendwie vor sich hin, obwohl das eigentlich eine coole Sache ist. Man baut sich seinen eigenen Spieler und begleitet den dann vom kleinen Licht bis zum großen Fußballstar. Als FIFA-Spieler kann man da fast noch glücklich sein, weil es immer noch kleine Verbesserungen gibt. Bei Konami, das Äquivalent, der werde zu Legende-Modus, da hat sich gar nichts getan. Der ist dementsprechend total veraltet und macht eigentlich auch keinen Spaß. Und auch in der Meisterliga, da haben sie jetzt größte Neuerungen angekündigt. Aber die ganz großen Neuerungen sind dann halt, dass man sich Lothar Matthäus als Trainer-Konterfei aussuchen kann, der dann in unvertonten Zwischensequenzen sich mit irgendwelchen Managern unterhält oder ein paar traurige Dialogoptionen auf Pressekonferenzen auswählt. Aber immerhin passiert was, das ist schon mal gut. Und wenn man sich EA anguckt, die würden über solche Probleme gerade wahrscheinlich glücklich sein. So sieht's wohl aus. Zum aktuellen Zeitpunkt ist FIFAs Karrieremodus nämlich gespickt von Fehlern und Kuriositäten, die ordentlich auf die Spielspaßbremse treten. Ein Beispiel: Wir schnappen uns einfach mal den amtierenden Champions League-Sieger FC Liverpool und simulieren die halbe Saison. Während wir es noch auf Platz 4 der Tabelle schaffen, sind vermeintliche Top-Teams wie Chelsea oder Arsenal komplett abgestürzt. Warum? Weil die KI starke Spieler gerne mal auf der Bank versauern lässt. Und das ist für die Darstellung realistischen Fußballs pures Gift. Ein Patch wurde zwar schon angekündigt, schmerzhaft ist das trotzdem. Vor allem mit Lizenz-Turbo hat dieser Modus schließlich eine Menge Potenzial. Also ich zocke insbesondere FIFA im Karrieremodus. Ich mag es einfach, Teams aufzubauen, Transfers zu machen und so weiter. Gar nicht, was die großen Ligen betrifft, sondern eher die kleinen. Also in Deutschland zum Beispiel die dritte Liga. Ich mag es einfach im Karrieremodus, mir so ein kleines Team zu packen. In diesem Fall die Spielvereinigung Unterhaching. Und dann dieses Team aufzubauen und irgendwann deutscher Meister zu werden. Beziehungsweise vielleicht sogar die Champions League zu holen. Das geht eben bei Pro Evolution Soccer nicht. Das ist korrekt. Bei den Lizenzen hat Konami EA nämlich gewohnt wenig entgegenzusetzen. Mit Bayern, Schalke und Leverkusen sind drei deutsche Mannschaften an Bord. Insgesamt ist's aber kein Vergleich zu FIFA. Hat man sich ja auch schon dran gewöhnt. Was Pro Evo hat, hat es unserer Meinung nach aber sehr gut umgesetzt. Die Stadien von Bayern und Schalke sehen sehr schick aus. Und auch Lionel Messi fanden wir in Konamis Variante etwas besser getroffen. Ich mag's, wenn man die kleinen Details sieht. Und das ist bei Pro Evolution Soccer definitiv der Fall, wenn man sich die Top-Teams ansieht. Aber in der Breite fehlt es einfach. Juventus Turin ist das beste Beispiel. Man hat eine Exklusivlizenz mit Konami abgeschlossen und finanziell ist es wahrscheinlich das Beste, was nur irgendwie möglich ist, zumindest für den Verein. Aber die großen Verlierer sind nun mal die Fans, denn jeder, der FIFA spielen möchte, muss jetzt mit Piemonte Calcio spielen. Ganz ehrlich, da habe ich dann auch keinen Bock mehr drauf und dann zocke ich halt andere Teams und eben nicht Juve. Und das schadet dann auch dem Image des Vereins. Das ist zumindest meine Meinung. Gott sei Dank geht es nicht nur um Lizenzen, sondern auch um das, was auf dem Platz stattfindet. Und das bringt uns auch direkt zum nächsten Punkt. Das spielt sich doch eh jedes Jahr gleich. Ja, auch in diesem Jahr fallen die spielerischen Unterschiede zum Vorjahr in beiden Varianten nicht sonderlich groß aus. FIFA setzt auf Feinheiten wie gelupfte Pässe und überarbeitete Freistöße, die wir wegen der Spin-Kontrolle über den rechten Stick zu Beginn noch etwas krampfig fanden. Reus! Ja, muss man üben. Das gilt auch für eine der größten Neuerungen auf dem Pro-Evo-Rasen, das Finesse-Dribbling. Über den rechten Stick könnt ihr den Ball nun geschickter kontrollieren und Gegner ausdribbeln, wenn's denn klappt. Ansonsten haben sich beide Spiele vom Tempo etwas zurückgenommen und es zählt, was schon die letzten Jahre zählte. FIFA ist arcadiger, schneller und actionreicher. PES ist was für Rasentaktiker, die im Spielaufbau etwas mehr Geduld mitbringen. Und vor allem deswegen hat uns eFootball PES 2020 zumindest spielerisch besser gefallen. Weil es durch die unberechenbarere Ballphysik immer wieder unvorhersehbare Situationen schafft. Und die sehen manchmal zwar etwas nach Slapstick, dafür aber auch mehr nach echtem Fußball aus. Und leider muss man feststellen, dass FIFA auch momentan an einem Punkt ist, an dem ich wirklich sehr stark darüber nachdenke, wieder zurückzugehen zu PES. Weil ich glaube, dass PES mittlerweile das bessere Spiel ist im Kern, also das, was auf dem Platz passiert, da, wo es auch wirklich zählt. FIFA hat sicherlich das Beste drumherum, was so die Modi angeht, die Lizenzen angeht, aber vernachlässigt in meinen Augen in den letzten Jahren sehr, sehr stark die Entwicklung dessen, was zählt, nämlich wie fühlt sich das Spiel an,
wie sehr fühlt sich das nach Fußball an? Da hat EA in meinen Augen in den letzten Jahren ganz, ganz klar vorbei entwickelt am Spieler. Und bevor wir jetzt zum Ende kommen, wollen wir euch noch auf eine Sache aufmerksam machen. Ja, FIFA 20 ist eines der am schlechtesten bewerteten Spiele, die man sich für die Switch zulegen kann. Und das aus gutem Grund. Fast alle neuen Gameplay-Features sowie der Volta-Modus fehlen. Im Kern handelt es sich also um FIFA 19 mit Design, Trikot und Kader-Update zum Preis von knapp 50 Euro. Geile Verarsche. Jupp, von der Switch-Fassung also besser die Finger lassen. So, noch irgendwelche abschließenden Worte? Bei aller Motzerei muss man trotzdem sagen, dass FIFA und PES, das sind ja keine schlechten Spiele. Das sind Spiele, die machen richtig Bock. Es ist einfach nur schade, dass eben die Schritte nicht so groß ausfallen, wie sie ausfallen könnten. Und das frustriert einen so ein bisschen. Ich für meinen Teil wäre auch total happy damit, wenn die einfach mal sagen würden, so ey, wir machen jetzt ein Jahr Pause, wir nehmen uns ein bisschen Zeit, entwickeln ein richtig geiles FIFA. Irgendwann gibt es dann halt ein Kader-Update, um die Zeit zu überbrücken und gut ist. Wäre ich total cool mit. Ich tendiere dieses Jahr zu FIFA, nicht weil es das bessere Spiel ist, sondern einfach weil es das runde Gesamtpaket ist. Dass der Karrieremodus jetzt dieses Jahr so verbockt ist, das ist echt eine ganz beschissene Scheißsache. Aber das haben sie bestimmt bald rausgepatcht und ja, nur von der Switch-Version sollte man die Finger lassen. Das ist nämlich echt eine Frechheit. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Gut, Hammer. Auf Wiedersehen. Heutzutage wird ja alles Souls-like genannt, was nicht bei 3 auf dem Baum ist, oder? Schwere Gegner. Souls-like. Hinsetzen und rasten. Definitiv Souls-like. Ja, vielen Spielen wird dieser Vergleich eigentlich nicht gerecht, finde ich. Ja, aber Code Vein hat diesen Vergleich wirklich verdient. Warum das so ist, das sagt euch jetzt der Trant. Hallo liebe Zuschauer, ich bin Trant und ich möchte euch nun was über Code Vein erzählen. Das mache ich aber nicht alleine, sondern zu dritt. Rechts von mir sitzt Sanfer Trant, hallo. Hallo. Und links von mir sitzt Harter Trant, hallo. Hallo. Ja, erstmal vielen Dank, dass ihr euch von meiner Persönlichkeit abgespalten habt. Aber es macht ja auch Sinn, dass wir hier in einer kleinen Runde zusammensitzen. Denn während wir Code Vein gespielt haben, seid ihr zwei ja so ein bisschen aneinander geraten, ne? Naja, aneinander geraten würde ich jetzt nicht sagen. Aber ja, es gab Meinungsverschiedenheiten. Ich finde halt, er ist zu kritisch. Zu kritisch? Wenn was nicht gut ist, ist es nicht gut. So einfach ist das. Ich sehe das nicht ganz so. Es ist nicht alles schwarz oder weiß. Da gibt's auch was dazwischen. Immer schön schwammig bleiben, das ist genau dein Ding, ne? Weißt du, was dein Lieblingswort ist? Naja. Naja, also. Siehst du? Ja, okay, vielen Dank. Also jetzt weiß man zumindest schon mal, was eure Standpunkte sind. Aber ich denke mal, wir sollten damit anfangen, dem Zuschauer zu erläutern, was Code Vein überhaupt ist und worum es da geht, oder? Na ja, mach. Okay, also wir sind hier ein Vampir, der in einer postapokalyptischen Welt wieder zum Leben erwacht. Das gesamte Land wurde irgendwann in der Vergangenheit von riesigen Dornen komplett zerstört. Aber genaueres wissen wir nicht, denn offensichtlich verliert ein Vampir beim Tod fast sein ganzes Gedächtnis. Und deswegen haben wir auch keine Ahnung, wer dieses Mädchen in Weiß ist. Naja, außer uns gibt es natürlich noch ein paar andere Vampire, die die Katastrophe überlebt haben. Und die suchen wie verrückt nach Blutperlen. Denn diese Blutperlen sind jetzt, wo es kaum mehr Menschen gibt, die einzig verbliebene Nahrungsquelle. Und wer zu lange kein Blut trinkt, wird zu einem willenlosen Vampir-Zombie. Kein Wunder also, dass wir bald auf eine fiese Vampir-Gang treffen, die uns zwingt, in Vampir-Zombie-verseuchten Tunneln nach Blutperlen zu suchen. Dumm gelaufen. Aber zum Glück treffen wir da unten auch einen netten Vampir namens Louis, der uns, nachdem wir den ersten Boss umgehauen haben, in seine Kathedralenbasis einlädt. Dort hängen noch ein paar andere coole Vampir-Dudes ab und zusammen können wir jetzt herausfinden, was in dieser Welt passiert ist. Habt ihr dazu irgendwas? Also mein Ding ist es nicht, vor allem wegen den Figuren. Das sind alles so Anime-Klischees, wie du sie schon tausendmal gesehen hast. Der eine ist smart und schlau, der andere ist hart und cool. Dann gibt's noch die lustige Freche, die taffe Kühle, die mutige Fürsorgliche und natürlich die zerbrechliche Schützenswerte. Thank you from the bottom of my heart. I shall do my best. Oh, und natürlich haben alle Mädels Riesenhupen oder Strapsklamotten. Oder beides. Ja, stimmt vielleicht, aber ich finde die Prämisse trotzdem spannend. Ich wollte schon wissen, was in der Welt passiert ist. Und da kann man sich ruhig mal drauf einlassen. Ey, und dass die Story auch in so langatmigen Cutscenes erzählt wird, ist jetzt auch kein Gewinn. Ich muss mich manchmal echt zwingen, das nicht zu skippen. Ja, aber sieh's mal so, ein Souls-like mit klassischen Cutscenes, in denen die Leute ganz normale Gespräche führen und in verständlichen Sätzen reden, gab's auch noch nicht so oft. Ja, und womit? Mit Recht. Weil die echten Souls-Spiele gezeigt haben, dass es auch ohne viel Gelaber geht. Beziehungsweise sogar besser ist. Okay, lass mich hier mal kurz einhaken. Ihr habt nämlich schon ein bisschen vorgegriffen. Ja, Code Vein ist ein Souls-like. Und was das genau heißt, würde ich der Vollständigkeit halber noch mal kurz erklären. Also natürlich ist es schwer, weil die Gegner hauen krass rein und man kann oft irgendwo runterfallen. Und wenn man drauf geht, verliert man seine bis dahin gesammelten Erfahrungspunkte, die hier Dunst heißen. Aber man kann den verlorenen Dunst einmalig wiederholen. Außerdem hat man nur begrenzt Heilflaschen, die man nur auffüllen kann, wenn man an einem Checkpoint rastet. Allerdings kommen da die Gegner wieder. Ich glaube, das müssen wir nicht noch mal erklären. Demon's Souls ist jetzt 10 Jahre alt und wer jetzt immer noch nicht weiß, wie ein Souls-Spiel funktioniert, ich glaube, der will es gar nicht wissen. Okay, hast du vielleicht recht. Aber dann können wir ja gleich mal über die Innovation reden. Am offensichtlichsten ist ja jetzt, dass man jetzt immer einen KI-Partner dabei hat. Man kann sich aussuchen, wen man mitnimmt. Am Anfang sind wir ja immer mit Mia rumgelaufen, später dann mit Louis. Und ich muss sagen, die Partner sind ziemlich hilfreich.
nicht. Die kloppen einiges weg, die pullen die Aggro von Gegnern, heilen einen, wenn man down gegangen ist, und die geben auch manchmal Tipps. This way should lead to the old city. Watch your step here. That's quite valuable. Let's use it well. Geben Tipps ist gut. Die kommentieren nonstop jeden Scheiß. Besser, als wenn sie gar nichts sagen würden. Was sollen sie denn sonst sagen? Also, ich finde das nicht schlimm. Finde ich auch nicht schlimm. Also, ich finde die Partner eigentlich ganz gut. Übrigens, Multiplayer geht auch. Zum Beispiel kann man einem anderen Spieler zur Hilfe eilen und da läuft man dann zu dritt rum. Sprich, der KI-Partner vom Gastgeber ist auch dabei. Aber das nur am Rande. Naja, so viel zu den Partnern. Und was auch neu ist, sind die Blutcodes. Tja, wie erklärt man das jetzt? Ich würde sagen, ein Blutcode ist quasi ein Set aus Talenten. Das können so Dinge sein wie Spezialmoves, Schussbarrieren, Heilung oder Angriffsstärkung. Und diese Talente verbrauchen eine Ressource namens E-Core. Und das Coole daran ist, dass man jederzeit zwischen den Blutcodes, die man im Inventar hat, wechseln kann. Wenn du also mit dem Berserker-Blutcode nicht weiterkommst, der sehr auf Stärke, Zähigkeit und fette Waffen ausgelegt ist, dann kannst du einfach auf den Zauberwirker-Blutcode wechseln. Der senkt zwar ein bisschen deine physischen Attribute, aber dafür ermöglicht er dir magische Fernangriffe. Man muss sich also nicht von Anfang an auf eine Skillung festlegen, sondern kann je nach Bedarf switchen. Komm, musst doch zugeben, dass es echt eine gute Idee ist, oder? Naja, ist ja auch eine gute Idee, da sage ich ja nichts gegen. Und für die Gewinnung von E-Core, also diese Ressource für die Talente, gibt's auch was, nämlich die Blutschleier. Was eigentlich nur Mäntel oder Umhänge sind, aber Hauptsache es heißt irgendwas mit Blut. Oh Gott, wie schlimm. Wie auch immer, mit denen kannst du ja spezielle Entzugsangriffe machen, um den Gegnern dann E-Core zu entziehen. Es gibt eine einzelne Entzugsattacke, die man aufladen muss, aber man kann die auch in eine Combo einbauen. Und man entzieht auch E-Core, wenn man Feinde von hinten überrascht, wenn man einen Angriff pariert, was natürlich exakt das Timing voraussetzt, und wenn man Gegner in die Luft schleudert, was aber nur mit gefüllter Fokusleiste funktioniert. Und was scheiße aussieht. Ja, ja. Nix, naja. Wir müssen aber über das Gekloppe an sich reden. Denn nichts anderes macht man 80% der Zeit und dann sollte das auch richtig geil sein. Ja, aber es funktioniert doch gut. Ja, aber es knallt nicht. Die Gegner reagieren kaum auf Schläge und es sieht immer so aus, als würde man durch die Luft schnetzeln. Da ist einfach keine Power dahinter. Schüsse mit dem Bajonett genauso. Piff, piff. Oder irgendwelche Angriffszauber. Das fühlt sich alles so lasch an. Erinnert mich immer an diesen ollen Internet-Clip, wo so ein Rollenspiel-Nerd mit Papierkugeln wirft und ständig Lightning Bolt brüllt. Lightning Bolt! Lightning Bolt! Lightning Bolt! Sleep! Lightning Bolt! Lightning Bolt! Sleep! Lightning Bolt! Naja, so ganz Unrecht hat er jetzt nicht. Also, ich finde das nicht so wild. Für mich knallt's gut genug. Und überhaupt finde ich das ganze Spiel voll okay. Ja, es ist nicht alles auf Top-Niveau, aber wir hatten auch trotzdem eine Menge Spaß, oder nicht? Ach, da können wir ja gleich mal über das Level-Design reden. Hat dir das auch Spaß gemacht? Ja, war okay. Ach so, du findest also graublaue Tunnel, graugrüne Stadtruinen oder graurote Felscanyons, die völlig sinnfrei verschachtelt sind und keinerlei optische Highlights haben, okay? Ja, ist jetzt nicht super, aber ist okay. Und fandst du auch die heulende Grube okay, die nichts anderes war als eine gigantische Pfütze mit grauem Matschwasser, in die man total random ein paar Betontrümmer reingeschmissen hat? Guck dir doch mal die Übersichtskarte an. Sieht so okayes Leveldesign aus. Ja, das war jetzt echt kein Brüller, muss ich zugeben. Dann sind da ja noch die sogenannten Tiefen als optionale Dungeons, in denen man ein bisschen nebenher leveln und Items farmen kann. Die sehen noch mal gammeliger aus, weil die anscheinend ganz billig im Level-Editor aus Bausteinen zusammengeklatscht wurden und man hier jetzt nicht mal mehr halbwegs nette Panoramen zu sehen bekommt. Ja, aber dafür sind die nur optional. Zusatzcontent, wie die Chalice-Dungeons aus Bloodborne. Die waren auch nicht schön und trotzdem hat sich keiner drüber aufgeregt. Und was, meine Freunde, ist mit der Kirche des Blutes? Das ist nicht optional, das ist ein Story-Level. Habt ihr das schon vergessen oder was? Oh ja, das war echt zum Kotzen. Ja, okay, das war echt schlecht. Schlecht? Das ist absoluter Schmutz. Das ist einer der größten Scheißdrecke, die ich je gesehen habe. Und wenn ich den Zuschauern jetzt erkläre, warum, dann lassen wir mal schön die epische Titelmusik laufen. Das passt nämlich so richtig geil gar nicht. Ist ja schon frech genug, dass sie den Arnor-Londo-Moment aus Dark Souls kopieren wollten. Das fanden die ja damals alle super. Und da haben sich die Typen von Code Vein wohl gedacht, hey, das machen wir auch. Das allein ist so billig, dass mir die Worte fehlen. Aber das ist immer noch kein Vergleich zu dem Level selbst. Über 4 Stunden hingen wir in diesem schäbig zusammengeklöppelten, ultragigantischen, mehretagigen Kacklabyrinth rum, das randvoll kaputt geschissen ist, mit Sackgassen, immer gleich aussehenden Treppenhäusern und runden Räumen ohne Orientierungspunkte. Hier Leiter hochklettern, da runterfallen lassen, dann Hebel ziehen, die irgendwas machen, aber man sieht nicht was. Immer und immer wieder. Über Stunden. Richtig geil waren dabei auch die Kommentare von Louis. This place looks promising. We haven't been through here. Have we? It won't open. How are we supposed to get to the other side? Have you gotten used to exploring with me? Looks like we've got some trouble. Let's try to find some landmarks. Ja, wie sollen wir denn Landmarks finden, wenn hier in dem Puff alles gleich aussieht, du Arschloch! Aber hey, Orientierung würde ja auch zu viel Spaß machen, haben sich die Designer wohl gedacht. Packen wir doch lieber aus nichts spawnende Gegnerwellen rein, die einen ewig lang überall hin verfolgen. Das macht die Suche nach dem Weg viel spannender.
Das Beste ist, dass ich echt nicht mehr weiß, wie wir aus dem Bums rausgekommen sind. Mindestens 1,5 Stunden haben wir nur dieses letzte Viertel mit den 7 Türmen abgegrast. Lol, ey, die Karte sagt echt alles, bis wir nur durch reinen Zufall endlich die Tür gefunden haben, die in die Freiheit führt. Selbst wenn ich mir den Weg jetzt noch mal auf Video genau anschaue, raff ich's nicht. Ich glaube, dieser versehentliche Sprung hier war die Lösung. Ernsthaft, das ist der unfassbarste Sondermüll der Galaxis aller Zeiten. Habe ich echt noch nicht gesehen, sowas. Ja, kann ich jetzt nicht viel gegen sagen. Der Level war echt sauschlimm. Was macht man jetzt damit? Ey, also ich zock's trotzdem ganz gern. Ist immer noch ein Souls-like, was gut funktioniert. Kannst schön leveln, verschiedene Character-Builds bauen, die Story ist nett, die Kämpfe machen Spaß. Ey, sorry, das kann ich mich nicht länger anhören. Du bist ein anspruchsloser Allesgutfinder. Ey, manchmal glaube ich echt nicht, dass du und ich eine Person sein sollen. Und du bist ein pingeliger Hater, der alles, was nicht von Miyazaki kommt, erstmal grundsätzlich scheiße findet. Ich auch ab hier. Kein Bock mehr. Na, habt ihr in letzter Zeit auch ein bisschen zu wenig gelootet und gelevelt? Da hätte ich was für euch. Den Looter-Shooter Destiny 2 zum Beispiel. Den gibt's jetzt nämlich kostenlos für alle. Der 1. Oktober war nicht nur der Startschuss der neuesten Destiny-Erweiterung Festung der Schatten, sondern auch die Umstellung auf ein Free-to-Play-Modell. Konkret heißt das, sämtliche Inhalte, die vor Festung der Schatten erschienen sind, stehen ab jetzt allen kostenlos zur Verfügung. Das lockte am Release-Abend anscheinend so viele Fans an, dass die Server nach knapp 3 Stunden völlig überlastet waren und sowohl die Server von Teil 1 als auch 2 vom Netz genommen wurden. Ein paar Stunden später war das Problem zwar schon wieder behoben, für genug Ärger hat es trotzdem gesorgt. Anders als eine weitere Meldung aus dem Hause Bungie. Der Geschäftsführer Pete Parsons kündigte in einem IGN-Interview an, dass man bis 2025 mindestens ein neues Spiel entwickeln würde, das nichts mit dem Destiny-Universum zu tun hat. Konkrete Details zur neuen Marke gibt es allerdings noch nicht. Minecraft ist eines der größten Spiele überhaupt. Trotzdem ist Minecraft Earth bislang ziemlich unter dem Radar geflogen. Und das könnte sich im Oktober ändern. Dann startet der Location-Based Augmented Reality-Baukasten nämlich in den Early Access. Das Spiel orientiert sich an Dauerbrenner Pokémon Go. Auf einer Google Maps-ähnlichen Oberfläche durchstreift ihr die echte Welt, um unechte Klötzchen-Rohstoffe und Kreaturen einzusacken. Der Clou und größte Unterschied zu ähnlichen Apps? Anschließend könnt ihr mit dem gesammelten Kram eigene Bauwerke zusammenklöppeln und in Augmented Reality sogar in Lebensgröße bestaunen. Außerdem sollt ihr Dungeons erkunden und gegen Monster kämpfen können. Ab Oktober gibt es das spannende Konzept zum Selbstausprobieren. Allerdings ist noch nicht klar, in welchen Ländern die Early Access-Fassung zur Verfügung steht. Erst zum Ende des Jahres ist Minecraft Earth in der Vorab-Version weltweit spielbar. Und das waren die großen News diese Woche. Aber wisst ihr, was noch schicker ist? Der Ticker! Spannender Schachzug. Autochess, die eigenständige Version der beliebten Dota-Mod, soll 2020 für Switch und PlayStation 4 erscheinen. Lootbox-Schlupfloch. In Frankreich hat Valve für Counter-Strike Go seit kurzem eine Röntgenpistole im Angebot. Mit der kann man den Inhalt einer Lootbox vor dem Öffnen scannen. Der Hersteller will so der in Frankreich drohenden Glücksspieleinstufung von Lootboxen entgehen. Smarter Spielen auf der Switch. Nintendo hat eine Neuauflage des DS-Klassikers Dr. Kawashimas Gehirnjogging angekündigt. Ende des Jahres soll das Knobeltraining samt speziellen Stylus in Japan erscheinen. Ob und wann das Remake auch hierzulande kommt, ist aktuell offen. Investoren gesucht. Entwickler Rockfish Games hat just eine Crowdfunding-Kampagne für Everspace 2 gestartet. 450.000 Euro ist das erklärte Finanzierungsziel. Beim zweiten Teil der prächtigen Weltraumoper wollen die Macher verstärkt auf Story und Loot-Shooter-Spaß setzen. Genauer steuern auf Apple-Geräten. Dank eines Updates lässt sich auf iPad, iPhone und Co. nun auch mit dem DualShock 4-Controller zocken. Kahlschlag. Kurz vor Release hat Ubisoft sämtliche Mikrotransaktionen aus Ghost Recon Breakpoint bis auf Weiteres entfernt. Dies umfasst sowohl kosmetische als auch spielerische Verbesserungen. Laut Ubisoft sollen die Mikrotransaktionen aber irgendwann zurückkehren, um speziell Neulingen den Einstieg zu erleichtern. Och nö! Nach fast 20 Jahren hat Alpha Dream ausgeträumt. Der japanische Entwickler, der vor allem für die gefeierten Mario- und Luigi-Rollenspiele verantwortlich zeichnet, musste Insolvenz anmelden. Ob und wie es mit der Serie weitergeht, ist nicht bekannt. Ey, als Rausschmeißer noch was Krasses. Es gibt News zu Half-Life! Ja, genauer gesagt zu Half-Life 2. Das hat nämlich überraschend fast 15 Jahre nach Erscheinen jetzt ein Update erhalten. Das beinhaltet diverse Bugfixes, aber auch kleinere Schönheitskorrekturen. So sollen NPCs jetzt endlich korrekt blinzeln können. Wahnsinn! Und weil das Spiel seit 2014 nicht mehr aktualisiert wurde, ist der einzige Schluss, den man daraus ziehen kann, aber wohl klar. Half-Life 3 ist damit offiziell bestätigt. Die Entwickler arbeiten weiter dran. Es wird toll, groß und ganz fantastisch. Ach, halt's Maul, das glaubt uns keiner mehr. Jetzt wurde Rede Bums gehabt. Half-Life 3 wird mega geil. Nee, komm. Aber Gott. Aber Krogi. Das war's mit den News. Ich bin euer Krogmeister, hab euch lieb. Bis dann. Tschüss. Langweiler.
Momentan kommen so viele Spiele raus, dass wir selbst bei der Rubrik Unter dem Radar Energie weglassen müssen. Wir bräuchten eine neue Rubrik. Unter dem Radar-Radar. Ja, haben wir halt nicht. Außerdem müsste es dann unter dem... Unter dem Radar heißt ja der Radar. Ja, aber also heißt es unter dem Radar da drunter. Unter dem das Radar. Das Radar unter dem Radar. Ja, machen wir nicht, bitteschön. Ach, was soll man groß sagen, außer diese Gans kann's. Und zwar auf allen Ebenen. Viele Worte verlieren die australischen Entwickler von House auch nicht, weder im Titel noch während des Spiels. Aber was soll euch eine Gans auch schon groß erzählen? Eine Gans tut, was eine Gans tun muss, und das ist nicht mehr als rumrennen, schwimmen, mit ihren Flügeln schlagen, schnattern und in dem kleinen namenlosen Dorf so ziemlich alles und jeden ins absolute Chaos stürzen und zur Verzweiflung bringen. Untitled Goose Game ist ein ziemlich minimalistisches Stealth- und Rätselspiel. Sowohl auf grafischer als auch auf der Steuerungsebene. Viel Geschnörkel braucht's aber auch nicht, im Gegenteil. Das Untitled Goose Game ist super minimalistisch, aber auch echt witzig. Gerade die Situationskomik, die durchs Abarbeiten eurer Aufgabenliste entsteht, ist einfach großartig. Dabei macht es zwar nichts wirklich neu, die Rechnung ganz plus Slapstick-Humor à la Charlie Chaplin geht aber einwandfrei auf. Falls ihr 3 bis 4 Stunden Zeit und Bock auf ein seichtes und gleichzeitig mega charmantes Rätselgame habt, schaut euch das Untitled Goose Game definitiv an. Mehr Spiele, mehr Gänse? In Knights and Bikes, dem neuen Action-Adventure von Foam Sword Studios, spielen die weißen Federviecher zwar nicht die Hauptrolle, ins Herz haben wir sie aber trotzdem direkt geschlossen. Allen voran Captain Honkers, seines Zeichens Haustier und treuer Begleiter der kleinen Demelza, die gemeinsam mit Freundin Nessa versucht, ihre Heimat zu retten. Allein oder bestenfalls zu zweit stellt ihr euch furchtlos jeder Bedrohung in den Weg und macht euch auf die Suche nach dem sagenumwobenen Schatz von Penferzi Island, um gegen die drohende Schließung der Ferienanlage von Demelzas Vater anzukämpfen. Natürlich mit den Mitteln, die euch als Kinder zur Verfügung stehen. Knights and Bikes strotzt nur so vor Details und kleinen Gimmicks, die 80er-Jahre-Nostalgie vermitteln und eigene wohlige Kindheitserinnerungen wecken. Dabei ist es egal, ob man jetzt ein Kind der 80er ist oder nicht. Obendrauf kommt das Zusammenspiel von fast grenzenloser kindlicher Fantasie und der bitteren Realität, mit der die beiden kämpfen müssen. All das in Kombination mit dem handgezeichneten Artstyle macht diese Indie-Perle zu etwas ganz Besonderem. Wem das bis hierhin aber alles zu kindisch war, für den kommt jetzt vielleicht das Richtige. Ein Eintopf aus Rätsel-Gameplay und Adventure-Mechaniken gewürzt mit einem schicken, überarbeiteten Anime-Look. Das ist Catherine Full Body, das Remake des ursprünglich 2011 für PlayStation 3 und Xbox 360 erschienenen Fanlieblings aus der Persona-Schmiede Atlas Games. In erster Linie ist Catherine aber nach wie vor ein seltsamer und gleichzeitig super interessanter Genremix, der euch, solltet ihr das Original nicht gespielt haben, so noch nicht untergekommen ist. Ihr schlüpft in die Rolle des Mitdreißigers Vincent Brooks, der sich selbst, sagen wir mal, ziemlich in die Scheiße geritten hat. Warum, wieso, weshalb, solltet ihr aber lieber selbst rausfinden. Schließlich ist die Story rund um Vincent, seine Freundin Catherine mit K, die mysteriöse Namensschwester und Titelgeberin Catherine mit C und die noch mysteriöser aus dem Nichts auftauchende Catherine mit Q, der Kern des Ganzen. Abwechselnd durchlebt ihr tagsüber Dialog- und Storysequenzen und trefft für den Handlungsverlauf wichtige Entscheidungen, während ihr euch nachts eurem schlechten Gewissen stellen müsst. In albtraumhaften Puzzlepassagen. Die wichtigste Neuerung am Remake sind aber die Szenen mit der dritten Catherine, die sich brandneu und passgenau in das bekannte Spiel einfügen und gleichzeitig frische Story-Anreize schaffen. Zusätzlich enthält Catherine Full Body neben dem Story-Modus auch die neuen Modi Remix, Kolosseum und Babel, die sowohl extra schwere Rätselherausforderungen für Veteranen als auch Hilfestellungen für Story-Genießer bieten. Im lokalen und Online-Koop könnt ihr euch jetzt auch mit anderen zusammentun und messen. Eine stimmige und hochwertige Vertonung gibt's als letztes noch obendrauf, allerdings nur auf Japanisch und Englisch. Wenn ihr Catherine also noch nicht kennt und Bock auf einen einzigartigen Genremix habt, der euch erstaunt, vielleicht aber auch ein bisschen verwirrt und beschämt zurücklässt, sei euch dieses gelungene Remake wärmstens ans Herz gelegt.
Voller Herzchen und Blümchen geht's jetzt auch weiter. Wenn's euch mal so richtig scheiße geht, verbringt unbedingt einen Abend mit Little Miss Fortune. Denn so scheiße wie diesem kleinen Mädchen hier geht's euch wahrscheinlich noch nicht. Ihre Lösung für all das Übel: Glitzer. So much better. Little Miss Fortune hält ein Abenteuer für euch parat, das im bunten Kinderzimmer des kleinen Mädchens beginnt. Einer friedvollen Welt voller Einhörner und Regenbögen. Doch der erste Eindruck täuscht. Mit jedem Schritt, den die kleine Protagonistin geht, bröckelt die Fassade, offenbart unschöne Aspekte ihres Lebens und driftet nach und nach ins Düstere ab. Knapp 3 Stunden lang geht die interaktive Geschichte, wobei ihr keine großen spielerischen Herausforderungen erwarten solltet. Ihr schlendert lediglich von einer Bildschirmseite zur anderen durch die lineare und rätselfreie Kinderbuchwelt. Doch den Charme des Spiels machen vor allem die Figuren aus. Little Miss Fortune und Herr Stimme sind so treffend vertont, dass man einfach nicht aufhören kann, ihnen zuzuhören. Don't fight, you adorable things. You have to kiss and make up. Hier und da müssen moralische Entscheidungen getroffen werden, welche sich jedoch nie wirklich gravierend auf die Geschichte auswirken. Little Miss Fortune ist wie geschaffen für einen entspannten Sonntagabend. Trotz Glitzermantel muss man die Geschichte aber abkönnen. Nicht ohne Grund hat Little Miss Fortune eine Freigabe ab 18 erhalten. Stellt euch auf eine Prise Schimpfwörter, Zynismus und schwerwiegende ethische Fragen von Leben und Tod ein. Am Ende geht es Little Miss Fortune aber genau darum, sich diesen Themen zu stellen und das Positive darin zu sehen. Ja, listen to this one. Both hanging too low. No signature. Where are they hanging from? FBI, open up! Ziemlich geiler Artstyle. Das war unser erster Gedanke, als wir den freshen Airbrush-Look von Creature in the Well das erste Mal sahen. Zum Glück war das nicht das Einzige, was uns überzeugt hat. Als Ingenieur kloppt ihr euch durch eine Wetterfabrik und versucht, die titelgebende Kreatur zu bezwingen, die die Wetterlage blockiert. Der Mix aus Action-Adventure und Pinball hat Flow, macht süchtig und passt perfekt zusammen. Trefft ihr mit den Energiekugeln die Bumper, gewinnt ihr Strom, öffnet Türen und flippert euch so den Weg ins Innere der Fabrik. Ein Zuckerschlecken ist Creature in the Well aber allemal nicht. Das Chaos auf dem Bildschirm kann schon mal für Frust sorgen. Doch das knackige Spielgefühl und Belohnungen wie neue Waffen, Upgrades oder Kleidung, die in Geheimräumen auf euch warten, sorgen für Motivation. Etwas öde wird's auf Dauer trotzdem. Die Dungeons entpuppen sich als ziemlich generisch und sind optisch bis auf eine andere Farbpalette kaum voneinander zu unterscheiden. Ein durchdachteres World-Design, ein etwas größerer Adventure-Anteil mit interessanten Charakteren und Geheimnissen und wir würden Creature in the Well uneingeschränkt empfehlen. So ist es ein nettes Crossover-Experiment mit kleinen Makeln, welches sich aber mindestens in die Herzen von Pinball-Veteranen spielen sollte. Liebhaber von Fantasy-Gedöns à la Witcher 3, aufgepasst! Der französische Spieleentwickler Spiders, der für die soliden Action-RPGs Bound by Flame und The Technomancer eine kleine Fangemeinde aufbauen konnte, haut einen äußerst vertrauenserweckenden Nachfolger raus. Dieses Mal geht's allerdings in die Kolonialzeit des 16. Jahrhunderts. Die Story? Um Heilung für eine tödliche Seuche zu finden, reist ihr als adliges Mitglied der Handelskongregation auf eine neu besiedelte Insel. Einen Innovationspreis gewinnt man damit zwar nicht, durch die ein oder andere spannende Thematik und die an BioWare-Titel erinnernden alternativen Storystränge kann die Geschichte aber dennoch punkten. Um auf Witcher-Niveau zu kommen, bräuchte es allerdings dynamischere Dialoge und eine ordentliche Prise Emotion und Erotik. Viel innovativer geht's beim Gameplay zwar auch nicht zu, knackig ist es aber allemal. Da Greedfall sich von den großen Geschwistern viele Spielelemente abgeschaut und solide implementiert hat, fühlt man sich schnell zu Hause. Die Kämpfe sind spannend und der Mix aus Magie, Waffenangriffen und der taktischen Pause überlässt dem Spieler stets die Wahl zwischen simplem Button-Mashing oder entspanntem Auseinandernehmen der Gegner. Problematischer wird's aber bei der Spielwelt. Die möchte sich zwar als Open World verkaufen, ist eigentlich aber ziemlich schlauchig, leer und voll von nervigen Fetch-Quests. The image is fading. Aber die Städte und Natur sehen echt gut aus. Flora, Fauna und die Tageswechsel sind dabei besonders schön. Schaut euch das doch mal an. Schön. Waffen und Rüstung sind ebenfalls hübsch. Bei den Gesichtsanimationen sollte man aber lieber wegschauen. Nicht so schön. Wir wollen aber nicht zu viel meckern. Für ein ambitioniertes Action-RPG, welches von ca. 20 Mitarbeitern geschaffen wurde, ist Greedfall äußerst ordentlich.
Trotzdem hätte dem Titel eine eigene Handschrift und die ein oder andere Überraschung gut getan. Mehr Mut dazu, den Fokus auf ein lineares, kürzeres und die Story ausgelegtes Spiel zu setzen, hätte dem Spiel ein deutlich angenehmeres Pacing und einen eigenen Charakter beschert. So ziemlich jedes Spielelement hat man in anderen Spielen halt einfach schon mal besser gesehen. Zudem hätte die Spielwelt an vielen Ecken etwas polierter sein können. Wenn man jedoch das kleine Budget bedenkt, lässt es aber den ein oder anderen technischen Fehler bzw. immersionsbrechendes Element verzeihen. Wen sowas jedoch stört, lässt ohnehin lieber die Finger von Greedfall und fängt Witcher 3 von vorn an. Bock auf neuen Schnuff für die Spürnase? Dann solltet ihr euch AI The Somnium Files reinziehen. Die Detektivklamotte stammt vom Schöpfer der Zero Escape und Infinity-Spiele Kotaro Ushikoshi. Sagt euch was? Sehr gut. Sagt euch nichts? Auch egal. Alles, was ihr braucht, um mit AI The Somnium Files Spaß zu haben, ist eine Vorliebe für spannende Kriminalgeschichten mit Japan-Charme, etwas Geduld und vielleicht das ein oder andere Auge zum Zudrücken. In der Rolle des Spezialermittlers Kaname Date müsst ihr eine brutale Mordserie aufklären. Allerdings nicht wie ein normaler Detektiv, sondern eben speziell. Da wäre zum einen Dates linkes Auge Aiba, eine künstliche Intelligenz, die nicht nur ziemlich frech ist, Date, I recommend you keep your hands to yourself, sondern auch ziemlich hilfreich. Allow me to assist you. Zum anderen könnt ihr euch in das Unterbewusstsein Fremder einklinken, um an Informationen zu gelangen. Während ihr in der echten Welt Visual Novel typisch Tatorte nach Hinweisen absucht und Zeugen verhört, wird in der Traumwelt gerätselt. Dafür habt ihr aber nicht ewig Zeit. Jede Aktion bezahlt ihr mit wertvollen Sekunden. Ein kreatives Konzept, was allerdings schnell etwas an Reiz verliert. Jede Traumwelt hat ihre eigenen Regeln und Gesetze, was einerseits cool, andererseits aber auch wenig nachvollziehbar ist. Des Rätsels Lösung findet man also oft eher durch Rumprobieren als kluges Kombinieren. Dazu hat man aber gar keine Zeit. Ergo blöd. Dem Spielspaß tut das aber wenig Abbruch. Genauso wenig wie die etwas umständliche Steuerung oder die zweckmäßige Optik, die zwar hübsche Charaktere zeichnet, den Rest aber eher hinschludert. Was zählt, sind die packende Geschichte, die man durch Entscheidungen auch maßgeblich beeinflussen kann, die interessanten und toll vertonten Charaktere und der sorgfältig dosierte Humor. Amazing Suction. Wer bislang noch keins von Ushikoshis Spielen kennt, wird überrascht sein, wie fesselnd AI The Somnium Files trotz seiner Verschrobenheit sein kann. Es spielt sich wie ein gutes Buch. Hier und da etwas umständlich geschrieben, je weiter man es liest, umso schwerer kann man es aber weglegen. So, jetzt wisst ihr Bescheid. Und wenn ihr trotzdem noch Fragen habt, dann schreibt sie einfach hier unten rein. Ich habe eine Frage. Ungern. Kann ich gehen? Nein, du musst erst noch eins dieser Videos angucken. Oh Mann. Echt? Ja. Nimm ich das. Wiederschauen. Reingehauen.